So, und damit herzlich willkommen zurück zur nächsten Aufnahmesession hier. Oder zur selben Aufnahmesession auf jeden Fall. Wir haben nur gerade quasi das Spiel mal neu gestartet und was eingestellt. Das hat ein bisschen geruckelt. Und jetzt läuft es wieder ganz sehr flüssig, sehr gut. Raytracing ist auch aktiv. Alles auf Ultra, so wie es gehört. Gut, geht es jetzt weiter. Ich erinnere mich, wir waren jetzt hier auf dem Weg in die Stadt. Wollen wir mit denen reden? Nette Bude. Gewöhn dich nicht dran. Wir brauchen nicht noch einen Mitbewohner. Vor allem keinen, der uns im Schlaf ausrauben könnte. Weißt du, nicht jeder Pilger ist ein Verbrecher. Mhm. Ihr habt hier eine wirklich schicke Werkstatt. Baut UV-Lampen zusammen, was? Ja. Du solltest nicht hier sein. Hakon setzt hier unsere Ärsche aufs Spiel. Hakon hat komplett den Verstand verloren. Die Tätowierung ist ein bisschen ausgeblichen. Da war er zum Arzt gehen damit. Tut mir leid. Hab dich wohl erschreckt, was? Der Schlag hat gut getan. Wir sind quitt. Jana. Aiden, was ist das hier? Unser Zuhause. Unsere Werkstatt. Sozusagen unsere ganze Welt. Du bist netter als sie. Hey, lass den Scheiß. Sarah vertraut niemandem außer mir. Außerdem kann ich besser kämpfen als sie. Also kann ich es mir erlauben, ein bisschen zugänglicher zu sein. Okay. Haben jetzt mal mit denen geredet. Mit hier den zwei Stooges. Ganz schön überheblich dafür, dass sie hier im Dreck wohnen. Aber gut. Wer bin ich, das entscheiden. Wir klauen denen mal nichts. Wenn das, wir können auch nichts klauen, in der Tat. Okay, dann auf geht's in die Stadt. Ah. Nicht übel. Wo ist das Fischauge? Die Kantine ist da. Im Stadtzentrum. Hinter der Giftmüllhalde. Na, ich muss dahin. Pech gehabt. Der einzige Weg führt durch den Tunnel. Sie beschützen ihn, als wäre es ein Portal nach Valhalla. Fast unmöglich, da durchzukommen. Okay. Jetzt haben wir wieder zwei Optionen. Wie komme ich zum Tunnel? Kannst du mir helfen, dorthin zu gelangen? Ist es nicht nie verkehrt, nach Hilfe zu fragen? Kannst du mir helfen? Offensichtlich kennst du dich in der Stadt aus. Ich habe hier schon gelebt, bevor die Welt in Wach untergegangen ist. Ich könnte helfen. Aber du brauchst einen Biomarker. Ohne kommst du nicht weit. Okay. Woher kommst du? Von ziemlich weit her, oder? Ungefähr 2000 Kilometer. Oh, scheiße. Wie zum Henker hast du dich noch nicht infiziert? Na, ganz einfach. Hab mich nicht beißen lassen. Hier ist es anders. Hier ist jeder infiziert. Schon von Haran gehört. Velidor wurde auch isoliert. Sie haben Mauern gebaut, uns eingesperrt. Aber genau das hat uns gerettet. Und woher bekommt man einen Biomarker? Ah, die kriegst du nicht. Außer man kennt die richtigen Leute. Und das tue ich. Gehen wir. Ach übrigens, ich bin Hakon. Ich bin Aiden. Schön, dich zu treffen, Aiden. Willkommen im Paradies. Okay, willkommen im Paradies. Finde ich gut. Aktuelles Ziel überprüfen mit dem erweiterten Hut. Tagebuch, nur stärker. Um in der Stadt zu überleben, brauche ich einen Biomarker, ein Gerät, das den Status meiner Infektion anzeigt. Hakon, der Mann, der mich vor der mordlustigen Menschenmenge gerettet hatte, wusste, wo ich einen finden kann. Okay. Hier drüben. Ja, ah, da ja. Okay, ich will mich erstmal kurz umgucken, Hakon. Das sind Busse. Und Haufen Mombis. Noch mehr Mombis. Ach, die wohnen einfach über den Mombis. Ist auch gut. Na gut. Gibt's hier Loot? In der Tat nicht. 19 Meter. Du hast es offensichtlich drauf. Ich war beim Militär. Spezialeinheit? 7 Jahre lang. Hat mir sogar gefallen. Außer wenn nicht. Wurde wegen Befehlsverweigerung rausgeworfen und die haben mein Konto gesperrt. Autsch! Wie tief die Mächtigen doch gesunken sind. Hier kann ich mich verstecken, in der Tat. Wie war das mit F? Ach so, einfach so. Na klar. Es gibt so Areale, da kann man sich verstecken von den Zombies. Wurde wegen Befehlsverweigerung rausgeworfen und die haben mein Konto gesperrt. Ach so, schon wieder. Taxifahrer. Autsch! Wie tief die Mächtigen doch gesunken sind.
Halt's Maul! Immerhin kenne ich mich in der Stadt aus. Oh. Komm schon! Ausdauer alle. Du bist zu schwach. Ohne Hemmstoff hältst du nicht lange durch. Habe ich nicht alles zerschlagen, als du mir das letztes Mal gegeben hast? Das war nur das erste Mal. Aber es wird besser, wenn du überlebst, versteht sich. Ich bin immer gar nicht infiziert, Mann. Hör auf mit deinem scheiß Hemmstoff, Mann. Heißt das, ich hätte draufgehen können? Wenn ich dir den nicht gegeben hätte, wärst du so oder so gestorben. Nee, wär ich nicht. Ich bin was Besonderes, mein Freund. Vergiss das nicht. Also, warum hilfst du mir? Ich weiß, dass die Leute in der Regel Angst vor euch haben. Aber mir hat ein Pilger mal das Leben gerettet. Ich war mal ein Pilger. Jetzt bin ich infiziert. Reisen wird in Zukunft sehr viel anstrengender. Dann herzlich willkommen zu deinem Neubeginn, mein Freund. Sieh dich um. Das sind Schatzkisten. Meist ist da echt gutes Zeug drin. Schau's dir an. Ich warte. So, Dachhaine. Dachhaine. Halten Sie beim Durchqueren von Villedor nach Dachhainen Ausschau. Stellen mit dichtem Pflanzenbewuchs erkennbar an großen gelben Bäumen. Alles klar? Sie sind eine gute Quelle für Honig, Kamille, andere Ressourcen, die Sie zur Herstellung von Arznei und anderen Verbrauchsgegenständen verwenden können. Bei Bedarf besteht auch eine Chance, dort ein paar vergessene Waffen zu finden. Oh, eine Säge. Sehr gut. Dachhaine, check. Oh, und unser Überlebensinstinkt. Wird oft einiges versteckt. Oh, eine Brieftasche. Falls es jemand nicht vor Einbruch der Dunkelheit in einen Bunker zurückschafft. Ich bin gespannt, ob wir wirklich das nutzen können. Vor Einbruch der Nacht und so. Wie lange wir uns hier aufhalten können oder wollen in Villedor, das weiß ich nicht. So, ein paar Stofffetzen. Echt, hab ich gar nicht mitgekriegt. Bin ich infiziert, ja? Ja gut, der Dings hat mich von hier ein bisschen in der Nacht, statt Nachtjäger, gell? Aber du weißt ja, Aiden ist ja besonders. Der wurde ja quasi als Kind geimpft gegen das Zeug. Soweit ich kapiert hab. Weil wir waren ja bei dem Dr. Waltz. Wohin gehst du? Oh, entschuldige. Wusste nicht. Und der Dr. Waltz hat ja da irgendwie Experimente gemacht und ich denke mal, er hat den da geimpft gegen. Was ist das? Oh. Kristalle. Ein Kristallpenis. Hier versteckt. Geil. Die entstanden nach dem Abwurf der Chemikalien. Manche glauben, sie verzögern eine Infektion. Dummer Aberglaube. Du sammelst sie also nicht ein? Doch, klar. Abergläubische zahlen sehr gut dafür. Und Geld nehme ich ja immer gerne. Es gibt eine besondere Kiste, auf die ich abgesehen habe. Komm mit, ich zeig's dir. Okay, weißer Kristall plus eins. Wow! Das war knapp. Ich mach's einfach mal wie er hier. Nur halt eben cool, einfach. Weil ich bin Aiden und Aiden. Ich kann fast fliegen. Komm schon. Kommt mir bald zuvor. Stopp! Hilfe! Irgendjemand! Hilfe! Wollte gerade sagen, wir müssen dir helfen, Mann. Ihr habt hier also eine Armee? Die Peacekeeper. Die behandeln die Leute auch so. Hüte dich vor denen. Die bewachen den Tunnel, durch den du willst. Okay, kommt mir bekannt vor. Erzähl mir mehr über sie. Ich behalte sie im Auge. Erzähl mir mehr über sie. Sie betrachten sich selbst als rechtschaffene Beschützer. Sie sind gut im Töten von Infizierten. Das muss man ihnen lassen. Sehr effektive Killer. Ja, aber diese Rechtschaffenheit hat einen Preis. Vergiss das nie. Entweder du hältst dich an ihre Regeln oder du bist erledigt. Dieser Schutz für den Bazar fühlt sich mehr wie eine Besatzung an.
Ich habe so ein paar harte Kerle getroffen, die von der neuen Ordnung gesprochen haben. Aber sah für mich genauso aus wie der alte Scheiß. Ja, hier ist's genauso. Und die PKs werden schlimmer. Ich werde vorsichtig sein. Gut, auch wenn das vielleicht nichts bringt. Die PKs sind ätzend. Bringen ziemliche Unruhe in den Bazar. Der Bazar ist ein Pulverfass. Ein kleiner Funke genügt und es geht hoch. Aha. Gehen wir? Du wolltest mir etwas zeigen. Klar, mir nach. Ich mag den Harkon. Aber ich mag die Peacekeeper nicht. Ich glaube, da werden Dante und ich intervenieren müssen nachher, dann im Chorbereich. Ich muss mich beeilen, weil ich keine Ausdauer mehr habe. Das ist schon ein bisschen anders jetzt, ne? Mit der Ausdauer, das ist jetzt, ja, das ist echt krass. Aber ich denke mal, die steigerst du dann und dann brauchst du da nicht mehr so viel. Fast da. Hoffentlich erwartet uns keine Überraschung. Ja, hoffentlich. Eine PK-Überraschung. Es wird dunkel. Sie werden bald aufwachen. Schnell, öffne die Kiste. Okay. Ziel aktualisiert, immer stärker. Suchen Sie die Abwurfstelle. Okay, habe ich gefunden. Und im Gegenzug holen wir uns deinen Biomarker. Scheiße. Diebe. Warte. Nein, nein, lass nur. Wenn du an dem Schloss rumspielst, ist eh alles für den Arsch. Reicht das für einen Biomarker? Wo hast du das denn her? Ich kenne diese Stadt besser als die meisten, aber selbst ich habe seit Jahren keine funktionierende GRE-Ausrüstung mehr gesehen. Ich sag dir die Wahrheit, ich kann mir nicht viel dazu sagen. Ah, jetzt komme ich hier wieder, muss ich entscheiden. Sag ich ihm die Wahrheit? Ich mag den ja eigentlich, den Harkon. Also ich weiß nicht, aber wir dürfen nicht so vertrauensselig sein, vielleicht hintergeht er uns dann. Also deine Entscheidungen haben Einfluss auf die Story, das weiß ich ganz genau. Aber wir glauben das Gute im Menschen und wir sagen ihm die Wahrheit, oder? Okay, was ist passiert? Wir haben den getroffen, den Waltz. Ich sag dir einfach die Wahrheit. Komm, wir sagen ihm die Wahrheit. Harkon, du bist ein Kumpel. Ich liebe dich. Kann nicht viel dazu sagen, aber Dylan, ein ehemaliger GRE-Wissenschaftler, hat's mir gegeben. Ein Typ namens Waltz hat ihn getötet. Bevor er starb, hat er mir den Schlüssel gegeben, damit Waltz ihn nicht bekommt. Scheinbar enthält er viele wichtige Informationen. Ich hoffe, ich finde mir am Fischauge heraus. Wir werden's ja sehen, stimmt's? Scheiße. Scheiße! Wir haben zu lange gebraucht! Ja, Plan Mann. B, lauf um dein Leben! Plan B, lauf um dein Leben! Aiden! Bist du da? Mir geht's gut, glaub ich. Wir brauchen eine UV-Lampe. Der Bazar. Das können wir schaffen. Mir nach! Beeilung! UV-Lampen. UV-Licht ist nachts ein Symbol der Sicherheit. Es ist der einzige sichere Schutz vor den Infizierten. Achten Sie darauf, wenn Sie verfolgt werden. Halten Sie Q gedrückt, um Ihre Überlebenssinn zu verwenden und den nächstgelegene Quelle von UV-Licht und bei Nacht mit dem Sonnensymbol zu markieren. Ist klar. Ich verstehe. Ja, also 155 Meter. Genau, weil Aiden darf nämlich nicht zu lange im Dunkeln sein. Sonst verwandelt er sich. So habe ich das verstanden. Deswegen können wir jetzt auch nicht looten. Es tut mir leid. Tut mir leid, lieber Loot. Jetzt bleibst du kurz liegen. Aber wir kommen wieder. Keine Frage, wir haben wieder rosa-rote Panda. Da drüben, zum Licht. Hörst du das? Ja. Oh nein! Wir sind fast da. Nein! Nein! Fuck! Nur ein kleines Stück. Ich hasse die Dinger, ey. Ich hasse diese Seilrutschen. Wie soll ich da reinkommen? Ach so rum. Aufmachen! Hallo! Geh ins Licht! Harkon, Na los! Wacht auf! Schnell!
Hakon, da kommt ein Heuler. Scheiße. Biomarker. Keine Zeit, uns hängt ein Heuler am Arsch. Biomarker. Hörst du nicht, hinter uns. Ich sagte Biomarker. Hier. Und seiner? Er gehört zu mir. Ich muss seinen Biomarker sehen. Lass uns wenigstens erstmal rein. Ich muss seinen Biomarker sehen. Wie wär's mit Elektronik, hä? Arschloch! Wach auf! Du verdammtes Schwein! Jo, Jagd hat begonnen. Auf zur nächsten rosa-roten Lampe. Oh shit, Alter. Schnell, sie haben uns gleich. Dreh dich nicht um. Lauf! Nein, ich dreh mich nicht um. Okay, wir haben 1 von 4. Oh Gott. Oh nein. 50 Meter bis zur nächsten Lampe. Hakon, nicht, dass du runterfällst, Alter. Geronimo! Nicht mehr weit. Wir sind dort in Sicherheit. Nein, nein, nein. Wohin? Oha. Ja, Bitch. Wo ist denn noch mehr? Da gibt's noch ganz viel davon. Mein Freund. Killian, ich bin's. Mach ab. Keine Freunde hier, was? Killian, lenk sie ab. Killian. Mensch, Killian, mach schon. Killian. Ich hoffe, du stolperst morgen früh über meine Leiche und verreckst. Halt sie auf! Ecke! Okay, zieh mal die Tür. Schnauze! Spaß, Spaß, Spaß! Mach auf, du Arsch! Mach auf, du Arsch! Lass mich rein! Scheiße, das sind ganz schön viele. Kämpf wie der Teufel! Mach auf, du Arsch! Verflucht seist du, Killian! Verflucht seist du, Killian! Ah, wir haben's geschafft. Das glaube ich nicht. Ärger kommt selten allein. Hakon, bring uns da rein! Ich versuch's ja. Killian, ich weiß, dass du da bist. Ja, brenne, brenne. Nice. Aber ich liebe das Kampfsystem bei Dings, bei Dying Light. Guck mal, dein 1 ist so gut. Das ist absolut einfach nur übertrieben und das ist richtig nice. Waren das alle? Ja, Mann, Jagd ist vorbei. Glaub schon. Hilf mir. Ich will meinen Loot. Dann war das jetzt kurz. Ich brauche den Loot. Wir können ja nichts verschenken im Moment. Gerade Seife. Ich brauche die Seife unbedingt. Ich bin Streamer, wir waschen uns nicht. Wow. Ey. Wir sind sowas von am Arsch. Wow. Nein, Hakon. Hakon, Hakon, Hakon. Verdammt doch mal, Killian. Hättest ruhig noch warten können.
Hätte ich fast. Wollte aber morgen früh nicht eure Eingeweide von meiner Türschwelle kratzen. Sie sind abgehauen, das könnt ihr jetzt auch. Oh, komm schon. Jetzt sei nicht so ein Arsch. Schau mal, hier. Woher hast du... Das ist selten. Lass uns rein, oder es wird noch seltener. Appreciate all that is fake.